Sie sind wahre Alleskönner. Über Smartphones verschickt man Fotos per Mail, bekommt Restauranttipps, bucht sein Flugticket, misst den Reifendruck. Längst sind die Minicomputer mobile Büros, über die man nicht nur seine Mails bearbeiten kann, sondern auch alle Firmendaten jederzeit und überall zur Hand hat. Im heurigen IKT-Forum des Studiengangs Informationstechnik und Systemmanagement der Fachhochschule Salzburg diskutierten Experten die Risiken und Chancen der mobilen Kommunikation. Laut Alexander Leusel, Geschäftsführer von LSZ Consulting in Wien, ist der Boom hin zu den mobilen Diensten nicht mehr zu stoppen. Wenn es geht auf das Thema Mobilität, so ist mir aufgefallen oder auch die Aussage von Forrester, dass das Thema Mobilität die EDV-Abteilung überfällt, also fast, oder sie sind damit konfrontiert. Wird aber plötzlich konfrontiert, dass er ohne auf Sicherheitsüberlegungen und dergleichen Dingen zu achten, sagt, das anschließen also musste. Meist musste nicht ein Gerät anschließen, schon zwei oder drei Geräte. Und meist musste diese Geräte auch anschließen, die, was das Sicherheitskonzept also betrifft, vielleicht also schwieriger sind. Und Sie sehen also hier in Blau, dass man mittlerweile private Geräte also zulässt. Ich habe von vielen EDV-Leitern gehört, dass es vorher ein striktes Nein gegeben hat, sowas gibt es also nicht. Und in den letzten Monaten fast jeder dazu übergehen musste, das also aufzugeben und diesbezüglich also eine Öffnung herbeizuführen. Wir haben dann eine eigene Umfrage gemacht, da haben allerdings nicht 166, sondern nur 30 EDV-Leiter geantwortet zum Thema Mobilität. Wir sehen also hier auf die Frage, welche Tools verwendet also ihr, dass so ziemlich alles, was an möglichen Tools verwendet werden kann, auch im Gebrauch ist. Also es zeichnet sich keine Standardisierung also ab, keine Industrialisierung sozusagen, die dahinter steht, sondern es ist einfach alles zugelassen, was eher durch Zufall sozusagen eingekauft worden ist, was die Jüngeren beschlossen haben, in die EDV-Abteilung hineinzutragen. Typischen Antworten, was mobil gemacht wird, das ist also neben der Kalenderfunktion vor allem also E-Mail, das andere dann schon wesentlich geringer in der Bedeutung. Neue Anwendungen, die kommen, das ist die mobile Geldbörse in sehr vielen Branchen hinein, neue Lösungen, die kommen und der umfangreiche Bereich der Apps sei da gar nicht groß dargestellt. Wie bei jeder neuen Entwicklung lauern auch hier Gefahren. Marco Rogge, selbstständiger IT-Sicherheitsberater aus Frankfurt, zeigte die gefährliche Macht der mobilen Kommunikation auf. Wenn man sich überlegt, welche Motivation ein Angreifer haben könnte, ein Smartphone anzugreifen, in welcher Form auch immer, geht man auch wesentlich sensibler damit um. Zum einen haben wir die Leute, die wirklich professionell versuchen, irgendwelche Informationen zu bekommen. Und vorhin stand an der Tafel ganz groß dran, Machtwechsel Generation Facebook. Was bedeutet denn Macht? Bill Gates hat es einmal gesagt, Information. Jeder, der mit seinem Smartphone in die Firma reinläuft, in die er vielleicht in der Zukunft mal arbeitet oder jetzt schon arbeitet, ist ein potenzielles Ziel. Denn jedes trojanische Pferd, was ich auf ein Android-Smartphone oder auf ein iPhone installieren kann, kann ich auch wieder aussetzen. Ein Freund von mir hat zum Beispiel ein trojanisches Pferd geschrieben, was zwischen Windows Mobile, Android, iPhone, Windows und Macintosh hin und her hüpfen kann. Zwischen allen Betriebssystemen. Ganz beliebig. Funktioniert. Ist im Quellcode frei erhältlich. Dieses Programm. Für Forschungszwecke selbstverständlich. Ganz rechts oben ein kleines Beispiel für die BlackBerry-Freunde. Das ist ein ganz, ganz kleines JavaScript, was es ermöglicht, ein BlackBerry quasi als Wanze zu benutzen. Dieses kleine Skript wird im Hintergrund ausgeführt, wird einmal aktiviert und bleibt immer aktiv. Und jedes Mal, wenn ich dieses kleine Skript anspreche, wird es aktiv und ich kann dann von, egal wo ich bin, kann ich dann hören, was derjenige auch hört. Wenn er sein Telefon in der Tasche hat oder auf dem Tisch liegen hat, eignet sich ausgezeichnet für Wirtschaftsspionage, aber auch für Kneipengespräche. Wenn ich jetzt einfach mal hören will, was die anderen Leute so da hinten am Tisch quatschen, schmeiße ich einfach mal mein BlackBerry darüber. Oder ich infiziere eines, was dort liegt, wenn ich weiß, dass jemand ein BlackBerry zur Hilfe hat. Kann man aber vorher ja scannen, funktioniert ja. Es gibt Sicherheitssoftware, gerade für Android-Smartphones. Benutzen Sie die? Die gibt es, die sind da. Antivirenlösungen, die sollte man benutzen.
gibt es Dutzende, die man benutzen kann von großen Herstellern. Wirklich, einfach installieren, ein paar Cent in die Sicherheit investieren und auf jeden Fall ein Stückchen mehr sicher zu sein vor Leuten wie mir und anderen Leuten, die sowas können, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Michael Eichriedler, Systems-Ingenieur bei Cisco, gab anschließend einen Einblick, wie ein internationales Unternehmen mit dem Trend der mobilen Kommunikation umgeht. Ich bin jetzt derzeit in einem Pilotprojekt drinnen, wo es ihm dann über diesen normalen E-Mail-Support oder E-Mail-Zugang am iPhone hinausgeht. Und das ist wirklich das, dass ich auch auf die internen Ressourcen Zugriff habe. Und geht darum, dass man im ersten Schritt einmal iPhones auch ans Netz bringt und auch die internen Tools damit nutzen kann. Was wird da verwendet? Wer das wissen möchte von der Technik, dass man nicht nur sagt, okay, das ist jetzt so umgesetzt worden. Auf der einen Seite gibt es eben den Cisco AnyConnect Client, der eben am iPhone drauf. Das ist, kann man eigentlich als App runterladen, nur die App alleine hilft einem noch nicht sehr viel, weil man braucht dann natürlich auch ein Headend. Headend ist unser ASA. Umgesetzt ist das Ganze worden, weil das eben auch ein heiß diskutiertes Thema ist, wie manage ich die ganzen mobilen Endgeräte. Und das ist mit Sybase gemacht worden. Am Beispiel von BADA, einer offenen Softwareplattform von Samsung, schildert Manfred Bortenschlager, Teamleiter bei Samsung Mobile in London, vor welchen Herausforderungen ein Hardwarelieferant steht. Um nicht vom Markt zu verschwinden, ist sich Bortenschlager sicher, müssen Endhersteller mehr bieten. Warum geht jetzt ein Handyhersteller wie Samsung her und sagt, er kommt mit einem neuen, weiteren Ökosystem auf den Markt? Die Hauptherausforderung oder die Hauptmotivation ist ganz einfach die, dass man vermeiden will, zum einfachen Hardware-Lieferanten degradiert zu werden. Das klingt hart, ist aber so. Das heißt, die heutigen Hardware-Lieferanten differenzieren sich zum einen schon auch über die Hardware, aber vor allem und mehr über die Services, basierend auf der Hardware. Und einer der wichtigsten Services, wie Sie sicher wissen, sind die App-Stores. Und das ist der Weg, wie sich Hardware-Lieferanten untereinander unterscheiden können. Und das ist auch der Grund, warum Samsung jetzt mit diesem neuen Ecosystem mit BADA auf den Markt gehen will. Okay, so wie gesagt, eine Gegenmaßnahme, für die wir uns entschieden haben, um diesem Problem zu entgegnen, ist die Erstellung und Etablierung eines, man nennt das gemeinhin Mobile App Ecosystem. Und so ein Mobile App Ecosystem umfasst mehrere Komponenten. Die zentrale, wichtigste Komponente ist natürlich die technische Plattform. Oder in anderen Worten, das ist quasi das Betriebssystem, welches am Smartphone oder am Handy installiert ist. Plus, und das ist jetzt sehr wichtig, die offenen Programmierschnittstellen. Das heißt, nach oben hin, die APIs sind offen, sodass jeder Programmierer frei für diese Plattform Applications entwickeln kann. Der zweite wichtige Punkt, der ist ebenfalls kritisch, ist der App Store. Das heißt, der App Store ist der zentrale Marktplatz, wo die Applikationen angeboten werden, wo sie promoted werden und wo jeder Benutzer die Applikationen dann frei verfügbar downloaden kann, sich kaufen kann und dann am Endgerät installieren kann. Und dann gibt es noch ein paar weitere kleinere Punkte, die auch Teil eines Ecosystems sind. Das sind also Dinge wie der Aufbau einer Community. Natürlich ein App Store lebt von den Apps. Die Apps werden entwickelt von Programmierern und von daher ist es wichtig, sozusagen eine Community aufzubauen, die Developer mit entsprechendem Support zu versorgen und derartige Dinge. Weitere Dinge im Ecosystem sind entsprechende Marketing- und PR-Maßnahmen und sehr wichtig auch die entsprechenden Vertriebskanäle, die Möglichkeit, Werbungen anzubieten in den Apps, wo sie auch wieder sozusagen eine Infrastruktur braucht im Hintergrund und sehr wichtig, die Verrechnung und das Billing muss funktionieren. Einen etwas anderen Blick auf das Thema mobile Kommunikation warf Gerald Groß vom ORF und Autor des Buches Wir kommunizieren uns zu Tode. Nicht? Wir sind mobil und flexibel wie nie zuvor und dennoch von jeglichem Ziel oft weit entfernt, wenn wir unser Ziel überhaupt kennen. Der Helmut Qualtinger hat ganz einfach gesagt, ich weiß zwar nicht, wo ich hin will, aber dafür bin ich schneller dort.
Wir wollen immer mehr in immer kürzerer Zeit, wir wissen bloß nicht wozu. Einfach diese Informationsflut, ja, mit der wir konfrontiert sind, sozusagen ein Bedürfnis wecken, glaube ich, nach immer stärkerer Auswahl. Nicht? Und ich glaube, und das ist auch so eine These von mir, eine der größten Herausforderungen der Zukunft wird meines Erachtens darin bestehen, die entscheidenden Informationen zu identifizieren. Nicht? Ich glaube, das wird eine der größten Leistungen sein und alle Suchmaschinen, die das versuchen und die das auch wirklich schaffen, werden wahrscheinlich sehr gut aussteigen im Endeffekt. Es gibt ja schon, weiß ich, diese Topsy und Collector und wie sie alle heißen, die ja nichts anderes versuchen, als genau das zu machen, verlinkt mit Twitter und Facebook zum Beispiel, dass man einfach versucht, dort die wichtigsten Nachrichten sozusagen in Echtzeit auch abzusaugen und letztlich auch bereitzustellen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung für die Zukunft. Bei der abschließenden Podiumsdiskussion, moderiert von Peter König, Redakteur des CT Magazin für Computertechnik, waren sich die Vortragenden einig. Trotz der steigenden Gefahr überwiegen die Chancen der mobilen Dienste. Eine Einschätzung abzugeben, was aus Ihrer Sicht überwiegt, die Chancen oder die Risiken der mobilen Kommunikation, und das jeweils in einem Satz zu begründen. Wollen Sie beginnen, Herr Rogge? Letzten Endes, auch wenn ich bin kein Schwarzmaler, nicht, dass es falsch rüberkommt irgendwo. Ich bin keiner, der sich da hinstellt und sagt, böse. Nein, ich besitze ja selber auch ein Smartphone. So ist es ja nicht. Aber ich glaube, die Chancen überwiegen schon, weil wir haben alle Spaß an der neuartigen Kommunikation, auch wenn wir hier den Kollegen vom Fernsehen da haben, der dann sagt so, das ist jetzt ja heute, also ist schon alles ein bisschen komisch, ja, ist schon alles ein bisschen anders irgendwie so. Und Sie werden es nicht glauben, ich lese leidenschaftlich gerne Zeitung. Ich brauche den Geruch an den Fingern, ja. So ein Mensch bin ich noch. Aber grundsätzlich denke ich, dass die neuen Medien, die neuen Möglichkeiten, die wir natürlich mit der mobilen Kommunikation haben und den Geräten, dass es einfach die Chance ist für eine bessere und schnellere Kommunikation. Ja, da bin ich eben auch sehr ähnlich der Meinung, dass auf der einen Seite eben ich merke selber, was praktisch die mobile Kommunikation alle diese Vorteile sind. Gleichzeitig eben, wie wir da jetzt in der Diskussion gehört haben, ist es wichtig, dass natürlich Unternehmen schon darauf schauen, dass es eine Unterscheidung gibt, was eben nach außen kommuniziert wird und was nicht. Und da muss man eben wissen, wo die Grenzen vom Unternehmen sind. Das ist, glaube ich, der. Okay. Pauschal ist es natürlich ganz schwierig zu beurteilen, ob die Chancen oder die Risiken überwiegen. Aus meiner persönlichen Sicht oder mein persönlicher Eindruck ist, ich denke schon oder ich würde es mir wünschen, dass die Chancen überwiegen. Ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt, dass die Chancen überwiegen. Wie ich es eingangs erwähnt habe, ich glaube, es gibt eben die Möglichkeit, dass man einen sehr hohen Bequemlichkeitszuwachs sozusagen ermöglichen kann durch die modernen Technologien und durch den Mobilfunk. Und ja, das würde ich mir wünschen und ich denke mal, in die Richtung wird es auch gehen. Ja, es wird Sie vielleicht wundern, aber auch ich glaube, dass die Chancen tatsächlich überwiegen. Die entscheidende Frage wird sein, ob wir diese Chancen immer erkennen und ob wir sie dann auch nützen und nützen können. Und was ich mir wünsche, ist mehr Medienkompetenz. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler und entscheidender Punkt, weil ich glaube, es gibt schon einen Digital Gap, ja, um das einmal so zu bezeichnen, aber das ist nicht der zwischen den Verweigerern und den Nichtverweigerern oder den Usern, sondern es ist der, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass das Internet die sozusagen die Gescheiten gescheiter und die Dummen dümmer macht. Ja, und das fürchte ich, dass diese Kluft immer noch größer wird und davor habe ich ein bisschen Sorge. Gut, das war insgesamt dann ein sehr positives Bild, wenn auch mit ein paar Zwischentönen. Ich danke Ihnen ganz vielmals, die Herren auf dem Podium, und ich danke Ihnen auch vielmals im Publikum.